Okay, Freunde, willkommen zurück in der dritten Stage der zweiten Welt aus Wario Land, den Shake Dimension. Die letzten beiden Level haben wir alle in einem Part gemacht, plus einen Bossfight. Das war anscheinend sehr kurze Level in letzter Zeit. Mal schauen, ob der hier ein bisschen was rausholen kann wieder. Gut, wir haben aber auch nicht immer alles gemacht, muss ich sagen. Im letzten Level hatten wir nur, was zur Hölle ist das, einen Schatz gefunden. Was bist du? Hä? What the fuck? Jetzt habe ich auf jeden Fall den Geldbeutel. Okay, wisst ihr was? Holen wir uns erstmal die Kohle, dann schauen wir uns dieses Viech hier genauer an. So, alles eingesammelt. Und wow, da oben ist noch mehr Geld. Ich glaube, oh, ouch! Du fieses Viech. Okay, wir haben anscheinend auch nicht mehr diese Spielereien mit den alten Mario-Teilen. Dass wir mit dem Brennen dann kleine Rätsel hatten. Finde ich ein bisschen schade. Bis jetzt schaut es eigentlich mehr so aus, als wäre das Spiel nicht so vielseitig wie die alten Mario-Teile. Und nein, ich habe mir gerade gedacht, ich glaube, es fällt Geld oben drauf, aber nee, es ist gar nicht so viel drauf gefallen, okay. Dann habe ich mir wieder umsonst Sorgen gemacht. Okay, geh gleich nach oben, ich will die silbernen Münzen da oben. Egal. Jetzt jedes Mal da hoch, wegen ein bisschen Geld ist auch zu viel. Die Lava schaut ganz nice aus, muss ich schon sagen. Für Wii-Verhältnisse ist es in Ordnung. Okay, wie meine ich das? So? Ach, ich kann Bomben anzünden, wenn ich meinen Schlag mache. Das ist ja nice. Okay. Mithalten, jawohl. Ach, ich Idiot. Verdammt, da war so viel Geld drin. Egal. Wir kriegen das jetzt eh nicht mehr. Wir hätten schon die silbernen Münzen am Anfang mitnehmen sollen, damit es klappt. Okay, Wario, renn. Die Gegner sollen uns nur aufhalten. Verdammt. Ach, das ist ja cool. Okay, hilft uns zwar jetzt nicht weiter, aber es ist cool. Gut, dann schlagen wir uns einfach weiter durch den Vulkan und... Nein, ich hab's mir gerade gedacht. Ich hätte weiter unten bleiben sollen und erst mal den Knopf drücken. Denn jetzt komme ich mit... Verdammt! Ich muss doch mehr überlegen in dem Spiel, als man denkt. Okay, was ist da oben? Ich werde einfach mal runterholen und es ist... Ach so, ein Typ ist das, okay. Komm doch mal nach unten, damit ich auf dich drauf springen kann. So, nach oben bitte. Schneller, Mann! Ja, vielleicht kriegen wir noch was. Und, das ist ein goldener Gegner, okay. Gibt's anscheinend wieder in dem Spiel. So, von der Seite hier. Wir siegen den goldfallenden Gegner. Jawohl, haben wir den sogar gefunden diesmal. Okay, bleib stehen, Typ, damit ich... Jawohl, er ist auch langsamer zum Glück geworden. Sonst hätte ich den nicht erwischt. Okay, irgendwelche Schätze, die ich mal mitnehmen darf vielleicht auch. Nee, ach komm. Wir waren anscheinend zu weit weg, dass er nach unten kommt. Jetzt hat. Oh fuck, er muss auch unten bleiben. Und natürlich, genau jetzt hat klappt es nicht. Geht bitte beide nach unten. Jawohl! Okay, perfektes Timing. Ach komm, die gehen beide zurück oder was? Das hättet ihr euch sparen können. Oh. Mario! Puh. Was, warum geht jetzt da rechts? Komm schon, ich muss dahinter. Ja, bitte zerquetsch mich nicht. Okay. Gut, das klappt auch alles ganz super bis jetzt. Und wir haben schon wieder einen Speicherpunkt. Ach so, das war ein Schalter. Ups. Ja, war your time, würde ich auch sagen. Aber erst, wenn wir das dahinter schaffen. So, bloß weg von den ganzen Stacheln der Lava. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich jetzt halt hier stampfen würde, wären wir, glaube ich, voll in die Lava, oder? Warte mal, ist die Lava da gerade abgesunken? Wird die Lava weniger? Nee. Auf keinen Fall, das wäre ja komisch. Wahrscheinlich können wir die Lava noch später absenken. So. Oh, das waren ein paar gute Sprünge. Okay, speichern und wir haben mal wieder unseren Freund gefunden. Kontrollpunkt auch noch erreicht und jetzt würde ich sagen, schnell raus hier. Okay, ein roter diesmal. Schnell, Wario, stampf. Wir brauchen bestimmt einen Stampfer. Oder auch nicht. Verdammt, Wario. Nein. Okay, hat uns erwischt. Das hätte ich mir denken können und... Das ist schwer. Wie soll man es denn schaffen, so schnell zu sein? Na gut, wir haben es irgendwie auf jeden Fall weiter geschafft und... Oh, das Geld. Okay, Wario, renn einfach. Ja, diese Feuergegner sind, finde ich, cool. Die passen hier ganz gut rein und... Wo zur Hölle sind wir gerade? Wir waren auf jeden Fall schon mal hier, aber ich habe jetzt gerade... Keine Ahnung. Okay, hier ist eine Kanone. Gut, wir waren doch noch nicht hier. Gerade nach oben ist es nicht, aber gut genug. Ach, hier sind wir. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall richtig, das ist schon mal gut zu wissen. Aber wir allen sollten uns trotzdem. 146, es ist zwar einiges, aber man sollte trotzdem nicht rumturnen, vor allem wenn diese Viecher da sind.
Okay, Wario, gleich haben wir es. Keine Angst. Oh, da ist es schon. Jawohl, beendet Stage bevor die Uhr 1:53. Wow, wir haben es sogar geschafft um 1,5 Sekunden. Zum ersten Mal, dass wir das Time Trial hinbekommen. Stärre Alibomben. Ja, wir haben zwar den Rest nicht, aber das ist auch gut. Kein einziger Schatz schon wieder, ey, das ist echt peinlich. Naja, komm. Das ist eh wirklich jetzt nur ein Just for Fun Let's Play. Und wir gibt's da viele Achievements, 5 Stück oder Missionen. Wirbelsavanne, gut, fangen wir es auch gleich an. Benesage 240, Meisterschutz, goldfarbene Gegner, alle Steinblöcke, okay. Machen wir ja eh nicht, aber durchlesen kann man es nicht, ja. So, was erwartet uns in diesem Level? Das ist eine Wirbelsavanne. Oh, ich mag den Hintergrund. Gefällt mir. Okay, ansonsten, wir haben hier wieder unsere Drehdinger, deswegen wahrscheinlich Wirbel. Da ist erstmal ein Geldsack, den lasse ich natürlich nicht liegen. Ja, fast alles. Erwischt nur was da unten, das Zeug. Ah, was los? Jawohl, alles erwischt. Okay, und gleich nochmal und zack. Ja, doch, man muss gar nicht so viel drehen, also. Ich mag die Drehdinger doch wieder ein bisschen mehr, weil. Ich weiß nicht, ich fand es am Anfang ein bisschen blöd, dass man immer die ganze Zeit drehen muss bei jedem Ding von neu. Aber ist eigentlich gar nicht so. Ach, verdammt, ich bin auch ein Noob. So, nochmal einer? Nee. Ja, okay, jetzt hat. Kann ich ja so umdrehen? Jawoll. Weg mit dir, du Spurst. Okay, okay. Goldfarbene Gegner, du bist nicht goldfarben genug, glaube ich. Oh, okay. Hier ist eine Menge Geld. Das nehmen wir doch gerne mit. Bin ich aber nicht schnell genug, um alles mitzunehmen, wie es aussieht. Ah, ich kann die Dinger gleich kaputt machen, okay. Kann ich irgendwie mega schnell drehen oder so vielleicht? Nee, wie es aussieht, nicht. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Nochmal versuchen hier irgendwie. Na, da kommen wir hoch. Okay. Damit kommen wir hin. Muss ich mich aber fallen lassen. Auch nicht so gut. Okay, kann ich schneller? So. Wo geht's jetzt lang? Das ist die Frage hier. Wir haben so viele Wege hier gerade schon wieder zur Auswahl. Das ist unglaublich. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Komm ich auch irgendwie nach unten, Wario? Nur wenn ich stehen bleibe. Oh nein, das wollte ich nicht. Wario, warum? Hier wieder, ne? Ja. Okay, da kommen wir auf jeden Fall hoch. Ich versuche mal da hier weiterzukommen. Oder war das gerade, wo wir waren? Ne, hier waren wir noch nicht. Und das schaut gut aus. Okay, da, nach unten und... Ach, das war zu weit. Das ist auch ein Labyrinth hier. Ich habe langsam keinen Überblick mehr. Ich glaube... Nein, hier war es nicht. Jetzt müssen wir nach links und hier nach oben. Genau. Okay. Einmal nach unten. Da ist der goldfarbene Gegner. Und na, Wario festhalten. Okay, nochmal drehen bitte, noch einmal, dann haben wir auf jeden Fall ein Achievement, eine Mission, ich sag immer Achievements, warum auch immer. Weil habe ich nicht mal eine Xbox. Okay, ach ja genau, was sagt ihr eigentlich zu Xbox One? Interessiert es euch überhaupt oder sagt ihr, ach, alles mir scheißegal, ich spiele eh nur Nintendo. So geht's mir auf jeden Fall hauptsächlich. Aber ich habe mir trotzdem die Präsentation angeschaut, weil ich da gerade nichts zu tun hatte und jawohl, wir haben alles. Ich glaube da unten war noch irgendwas, aber ist jetzt wurscht. Wir haben hier auf jeden Fall schon genug rumgeschwungen. Und ja, ich weiß nicht, finde ich das gut, dass diese ganzen Fernsehfeatures, braucht ihr die oder benutzt ihr die? Weil da kann man ja quasi dann irgendwie die ganze Zeit mit dem Fernseher hin und her schauen zu Zeug machen. Aber ich vermute ja, die ganzen Fernsehfunktionen, die haben, die werden ja bei uns in Deutschland eh nicht funktionieren, weil das ist bei, ja, Nintendo ja genauso. Die TV-Funktion, der TVI, funktioniert bei uns ja auch nicht. Weil, halt, ja, keine Ahnung, irgendwas mit Rechte oder so. Genauso wie Love-Film. Gibt's ja auch bei uns, bei Amazon, überall Love-Film, aber nicht bei der Wii U, warum auch immer. Und, oh, wow. Ach, wisst ihr was, ich hol mir jetzt die Kohle. Aber ich habe jetzt das Timing wahrscheinlich gerade versaut. Ja, wir haben es nämlich geschafft, da oben stehen zu... Man muss auf der Plattform stehen bleiben. Die ganze Zeit so machen. Dann, bekommt man mehr Geld oder einen Schatz oder so. Und da ich jetzt die letzten Level immer nichts mitgenommen habe, dachte ich, machen wir das doch hier mal. Und, na, nicht so... Nein, ach komm. Das kann doch nicht sein. Ah, wenigstens haben wir den Pull gekickt. Okay, komm mal, wir bleiben hier stehen. Also, ich glaube, das wird ganz schön schwer. Ja. Okay, ja. Boah, nein. Oh, es ist schwer. Okay, komm, ich will das jetzt schaffen. Da gibt es bestimmt irgendwas Geiles dafür.
Ja, ich glaube, das wird ganz schön schwer. Warte mal, ich muss ihm mal einen guten Rhythmus rauskriegen. Na, ach verdammt! Boah, ey, wie soll man das denn schaffen? Na gut, ist mir jetzt scheißegal. Ist wahrscheinlich ein Schatz oder so. Aber wie gesagt, wir spielen ja nicht 100%. Okay, komm her, komm her. Ich wollte das Spiel, es ist ja eh blind, also ich will es einfach mal anzocken und dachte mir, warum zocke ich es nicht gleich mit euch? Privat würde ich ja auch nicht 100% spielen, weil, keine Ahnung. Ich spiele zwar echt gerne immer 100%, aber in letzter Zeit bin ich doch ein bisschen faul, muss ich schon zugeben. Okay, hier sind überall Bomben, na, da lieber nicht drehen. Hier kommt man wieder gut mit drehen durch. Jawohl. Und weg hier, würde ich sagen. Oh, da oben geht's weiter. Okay. Ein Schatz vielleicht? No. Kein Schatz. Doch, ich denke mal, das wird noch ein Schatz. Okay, hier muss man aber trotzdem vorsichtig vorgehen. Na, ein Goldsack, auch gut. So. Ah, oh, fast ist runtergefallen, okay. So. Jetzt vorsichtig wieder zurück. Und ich will mich eigentlich auch nicht hier runterfallen lassen, weil da unten sind so viel Bomben. Da falle ich garantiert irgendwo drauf. Okay, und weg hier. So, das Level scheint etwas länger zu sein. Was ist denn das für ein Gegner? Eine Kanone. Warte mal, ach, da geht's auch weiter. Gar nicht gesehen. Komm ich da so hoch? Ja, ich komme so hoch. Sehr schön. Das gibt doch bestimmt einen Schatz, oder? Dadurch, dass ich einen Gegnersprung extra machen musste. Nein! Okay, schade. Na gut, dann gleich wieder zurück. Ah, doch, es gibt einen Diamant und eine Sturmhaube. Geil. Das war wahrscheinlich der zweite Schatz schon oder so, weil das Level ist jetzt auch ein bisschen länger schon. Deswegen vermute ich, denk mal, wow, okay, keine Ahnung, warum der Typ mich nicht angegriffen hat. Echt keine Ahnung. Komm ich da rein? Ah, ich muss da rein. Okay, okay, vorsichtig, Wario. Nicht drehen, jetzt drehen. Oh, ich dachte, jetzt hätte ich ihn drauf. Okay, jetzt. Da unten links war doch was, oder? Nein, was nicht. Das war auch sehr lame zum Ausprobieren und... Okay, okay, egal, die zwei Schaden... Schadenspunkte nehme ich doch gerne an. Wenn ich dafür, nicht den ganzen Weg laufen muss. Okay, Wario, nach oben wieder. Nach oben bitte. Nochmal. Nicht genug Schwung? Doch. Ja, es ist eh immer gleich Schwung. Man kann gar nicht schneller werden. Stimmt, ja. Okay, den Gegner natzen wir doch nicht mit. Und, wow, der... Ach, komm. Ist es jetzt gut, dass ich hier hänge oder schlecht? Soll ich hier runter? Ich gehe nur runter. Ach komm, ey, wie lame. Ich hab's geschafft gehabt. Mario hat sich einfach nicht festgehalten. Ja, ich habe mich jetzt gar nicht angefangen, mich aufzuregen. Ihr habt ihr gemerkt. Aber trotzdem lame, Mann. Okay, Mario, nach unten. Nicht drehen, nach links. Ich finde, diese Dinge sind schon cool, aber irgendwie... Keine Ahnung. Da besteht immer das halbe Level nur aus diesen Drehdingern. Und ich find's eigentlich langweilig. Aber gut, vielleicht geht's auch nur mir so. Wenn ich einen Jump'n'Run... Ach, das Ding bewegt sich. Okay, das erklärt einiges. Aber bei einem Jump'n'Run, weiß nicht, da mache ich halt auch wirklich lieber Jump'n'Run und nicht irgendwas anderes. Aber okay, das ist jetzt auch nur meine Meinung. Muss ja nichts heißen. Das ist bestimmt auch voll geil für die meisten. Aber okay. Es ist ja auch keine schlechte Idee. Macht dir Spaß, aber... Es ist halt auch nervig. Ja, da... Ich hab's berührt, aber halt nicht komplett. Und... Ah... Jetzt gehe ich ja wahrscheinlich noch drauf oder so. Ich sollte mich einfach mal konzentrieren ein bisschen besser. Dann sollte das doch hinhauen, oder? Kann nicht so schwer sein. Jetzt darf ich nur nicht vom Gegner erwischt werden. Ah, festhalten. Man muss halt auch genau sein bei den Sprüngen. Das ist ein bisschen knifflig. Okay, jetzt nicht. Warum hat er jetzt losgelassen? Warum? Er hat sich schon festgehalten gehabt. Ach komm ey, das nervt doch. Da will ich mich mit Absicht nicht aufregen und hier irgendwie rumragen und dann muss es ja auch 10.000 Mal passieren. Und aus diesem Grund mag ich diese Dinger nicht, weil sie einfach nur ankotzen. Okay, okay. Jetzt hat Wario nicht wieder... Warum hältst du dich nicht fest, verdammt? Und ach komm, warum hält... Ich wollte das nicht. Ach, langsam nervt's mich. Aber das merkt ihr ja vielleicht. Okay, Wario, komm. Gut, also, ich sitze halt nicht nur, weil ich rumrage, ich weiß nicht. Es ist, finde ich, nicht, es ist nicht so gut wie die anderen Wario-Lands, muss man schon sagen. Ja, danke, endlich. Puh, das war mal eine so unglaublich nervige Stelle. Okay, pack dieses Ding und dann nichts mehr raus hier.
Das mache ich noch in dem Part. Ja, 4 Minuten, ich weiß, ist jetzt noch ein bisschen länger, aber gut. Ne, ich weiß, es hat irgendwie die ganzen Elemente, die man bei Wario Lands eigentlich so geil waren, hat das Spiel, ey. Hat das Spiel irgendwie abgeschafft. Keine Ahnung, warum kann ich hier stampfen, ne. Okay, habe ich mir das Ding versaut? Naja, egal. Nicht so wichtig. Ja, okay, Hauptsache wir kommen noch in den Time-Limit raus. Warte mal. Komme ich da hoch? Ja, komme ich. Okay. Noch ein Sprung, Mario. Noch ein Sprung. Und nach links. Okay, kriegen wir hier auch irgendwas? Schaut nicht so aus. Wow, okay, nicht loslassen irgendwo. Achso, das, wir müssen jetzt sogar lang. Okay, okay, das ist gut. Dann haben wir bis jetzt alles richtig gemacht, oder? Ein bisschen was richtig gemacht. Und ich sehe gerade, ich hatte noch ein halbes Herz. What the fuck? Ich muss echt aufpassen. Okay. Ich glaube, in das Wasser sollte ich echt nicht. Das sind wahrscheinlich wieder diese Killerfische. Wow, wow, wow. Wenn wir den berührt, wäre es aus gewesen mit uns. Und, achso, wir dürfen die berühren, wenn sie elektrisch sind? Warum sind sie dann überhaupt elektrisch? Wenn sie jetzt eh nichts machen. Naja, wahrscheinlich werden wir nicht gerade rumrollen oder so. Okay, Mario, schnell in die Kanone. Ich glaube, da geht's gleich zum Ausgang. Nee, geht's nicht. Oh, oh. Okay, komm. Puh, das war knapp. Gleich zum nächsten Mal und gerade halten. Okay. Mario, nichts mehr raus hier. Wir sind schon wieder hier am Anfang. Schrennen. 2:37, ich weiß nicht, was das Time Limit war, aber vielleicht haben wir es ja noch. Ja, wahrscheinlich irgendwie 3 Minuten, das ist was voll Heftiges. Ja, ich bin gespannt. Es war 2:40, ach komm, verdammt. 3-4 Sekunden zu langsam. Naja, aber wir haben einen Schatz gefunden. Ich weiß gar nicht, was das war. Schaut auf jeden Fall komisch aus. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, das war's für heute. Nächstes Mal schauen wir uns den Boss an. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich über einen Kommentar und eine Bewertung sehr freuen. Naja, ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute, und haut rein!